meinem Kanal. Heute ist der Tag der Tage. Ich verteile heute die Spenden, die ich gekauft habe mit meinen Jungs. Grüßen hier raus noch an Furkan, Kevin, Sydney, Dion. Ich zeige euch kurz, was wir alles gekauft haben. Das hier wird ein Video. Ich zeige euch jetzt am Anfang, was wir gekauft haben. Dann später verteilen wir die Sachen. Das werdet ihr auch in dem Video sehen. Deshalb lasst ein Like da, lasst ein Abo da. Ich sage, fangen wir direkt an. Kartons schon mal. Die sehen jetzt riesig aus, natürlich. Aber die sind natürlich klappbar, faltbar. Da passt alles rein, was wir geholt haben. 5er Pack Socken. Wichtig. Dann Schal. Wir machen 5 Pakete. So, damit ihr Bescheid wisst. 5 Pakete. Und jedes Paket wird mit denselben Sachen ausgestattet. Hier einen Winterpullover. Rollkragenpullover. Ist easy. Guter Stoff. Rollkragen geht immer fit. Eine Mütze. Auch sehr, sehr wichtig. Genau, das war's mit den Kleidern. Dann. Beziehungsweise mit den Kleidern, die wir gekauft haben, dann eine anonyme Spende. Also ich kenne die Person, aber die Person will nicht erwähnt werden. Deshalb, und das siehst du auch mal, vielen Dank für die Sachen. Die hat uns verschiedene Jacken und Trainingsanzüge zur Verfügung gestellt von Tiba. Genau, also hier sind jetzt ein paar Sachen. Ich habe jetzt nicht alle hier. Also ein paar, um euch zu zeigen. Hier ist zum Beispiel ein Poloshirt. Kann man drunter ziehen. Eine Jacke, also eine Weste. Mit nochmal einem Techfit ist es, also so ein Thermoshirt, nochmal eine Jacke, nochmal eine Jacke, also ihr seht schon, und ihr seht, alles ist verpackt, alles ist wirklich neu, also darauf habe ich geguckt, dass die Sachen nicht schon irgendwie verrannt sind oder so, das ist wirklich alles, erste Sachen, hier eine Hose, also, und hier auch nochmal sowas, genau, wir haben noch mehrere davon, also, wie gesagt, nochmal danke dafür. Wurde mir alles gegeben. Und ja, das sind die Kleidungsstücke, die wir haben. Also, was ich euch gezeigt habe, was ich gekauft habe mit den Jungs und was mir halt geschenkt wurde, gespendet wurde, sag ich jetzt mal. Und dazu kommen dann jetzt die Lebensmittel, die wir haben. Wir haben einmal Bananen. Wichtig und richtig, Bio. Ja. Äpfel. Gehen auch immer klar. Bananen sind auch ein paar Tage halb, bevor jetzt jemand kommt. Die Bananen werden voll schnell braun. Ja, Junge, die werden braun, aber du kannst locker eine Woche Bananen behalten, so ohne dass was passiert. So, dann kommen wir noch. Hier sind übrigens einmal und zweimal. Die Tasche ist ein bisschen leerer, weil die ganzen Sachen, die kühl gestellt werden mussten, sind im Kühlschrank. Deshalb, also. So, dann haben wir hier ein bisschen Schokolade, Mini-Herzen-Sterne-Brezel. Brot, auch wichtig. Wir haben uns darüber Gedanken gemacht, so hygienemäßig ist es vielleicht etwas schwierig, wenn man obdachlos ist oder vielleicht auch nicht das Geld dazu hat. Deshalb, Zähneputzen kann schwierig sein, weil dann hat man immer eine Zahnbürste und so. Und ich weiß nicht, ob jeder eine Zahnbürste mit sich trägt. Deshalb haben wir uns gedacht, Mundspüle. So, ist besser als nichts. So, klar, ersetzt es kein Zähneputzen, aber ich denke, ihr versteht den Sinn dahinter. Reinigungstücher. So. Wir lachen zwar immer Girls aus, weil die so Schminke und Kosmetik und so mäßig immer sagen, ja, Feuchttücher und so. Also ich als Junge benutze eigentlich nie Feuchttücher, aber wenn man darüber nachdenkt, ist es schon was Nices, so, weil es hat einmal ein Feuchttücher, ja, was soll ich euch erzählen. Da haben wir Gouda, Käse, immer nice, kann man nicht falsch machen, und natürlich Geflügelsalami. Falls jemand dabei ist, der kein Schweinefleisch isst, dachten wir uns, okay, nehmen wir Geflügel. Ja. Also das war's mit den Sachen, die in den Paketen sind. Hier haben wir noch Geschenkpapier. Ich werde die Pakete verpacken. Und dann sehen wir uns gleich, wenn ich die Pakete fertig habe. Beziehungsweise, wenn wir die verteilen gehen. So, Leute, hier bin ich wieder. Ich habe jetzt alles verpackt. Also hier. Eins. Zwei. Drei. Vier,
Und zu guter Letzt 5. So, wir sind jetzt hier, der Salame. Hier auf der Jagd. crazy. Das erste Geschenk ist ausgeliefert. Die Frau hat sich gefreut. Ich will jetzt nicht hier warten, bis die Leute das ausgepackt haben und so. Ihr sagt denen grob, was drin ist, dann sollen die damit ihr Spaß haben. So, eine Stunde zu spät. Ja, merkt ihr selbst. Onkel Dave mit einer Krawatte, aber. Hä? Auf jeden Fall, wir suchen jetzt den nächsten. Digga, du entscheidest. Ja? Ihr entscheidet, wem ihr gehen wollt. Ja, wenn es nur einer ist, dann ist okay. Wenn das jetzt drei Stück sind, dann ist einer so benachteiligt, das ist scheiße. Was denn? Ist das zu nah? Hier ist jemand rechts. Ja, das ist der Frosch. Ja. Die geht mal die Schwanz, Digga, das ist ekelhaft. Grüße nach Deutschland. Ist ein Geschenk mit. Du hast alles zu schenken. Kleider, Essen. Ich glaube, der Mann war ein bisschen überfordert. Aber ist halt kein Problem. Kein Problem. Sagst du, bisher haben wir das den richtigen Leuten gegeben? Natürlich hat jeder verdient, aber wir haben halt leider nur 5 Pakete. Das ist das Ding. Aber ich denke schon, ja. Denkst du? Ja. So, jetzt holen wir die anderen Pakete, ja? Weil bisher, es waren ja nur 3, wie ihr gesehen habt. Und es fehlen noch 2. Und die anderen 2 sind noch im Auto, weil wir konnten nur 3 tragen, weil wir nur zu dritt waren. Weil der eine Knecht eine Stunde zu spät kommt, der andere Knecht ist gar nicht gekommen. Aber egal. Ja, er sagt Dings, pro Weihnachten und so, dies, das, das Essen drin, Trinken, Kleidung, so. So Leute, ich will nicht zu viel filmen, wenn wir das immer abgeben, weil das vielleicht den Leuten auch unangenehm ist, auch wenn die sagen, ja, es ist in Ordnung, aber ihr wisst, was ich meine. So, ich fühle mich dann selbst in der Pflicht jetzt nicht unbedingt darauf rumzureiten. Wisst ihr, so, ich will euch zeigen, so ey, man kann mit so kleinen Sachen, Bananen, Äpfel, ein bisschen was zu essen, ein bisschen was zu trinken, ein paar Kleider, Leute, halt einmal glücklich machen. Deshalb, ja. Also, wir sind weiter auf der Suche. Aber wir finden niemanden.
Okay, Leute, wir haben jetzt alle ausgeteilt. Ja, ich melde mich gleich wieder, ja, wenn ich zu Hause bin. So, Leute, ich bin jetzt wieder zu Hause. Aktion war voller Erfolg. Wie gesagt, lasst ein Abo da, lasst ein Like da. Abschließend, sag euch ehrlich, ich bin geistkrank müde irgendwie. Aber, wie gesagt, ich wollte nicht so viel zeigen von den Leuten, wie die dann, sag ich mal, das aufmachen oder so, weil das einfach für mich, also ich fühle mich dabei dann unwohl so. Mir ging es darum, ey, ich mache dir eine Freude. Ich wollte euch zeigen, wie man eine Freude machen kann. Frohe Weihnachten nochmal an der Stelle. Und schätzt es, was ihr habt, schätzt es, was ihr nicht habt. So, schätzt es, dass ihr keine Probleme habt, wie andere Menschen zum Beispiel. Und ja, deshalb, ich hoffe, das Video hat euch gefallen, auch wenn es euch nicht gefallen hat. Ich hoffe, ihr habt wenigstens darüber nachgedacht. So. Und ja, wie gesagt, ganz wichtig, abonnieren, liken, verbreitet die Message, ja. Schickst deinem Onkel, schickst deiner Oma, schickst deinem Dad, so. Zeigst den Leuten, zeigst so, ey, guck mal, was man einfach so machen kann. Junge, wir sind fünf Jungs, so, die sich gedacht haben, so, ey, beziehungsweise, ich habe zu denen gesagt, so, ey, habt ihr Bock mitzumachen, so, die meinen direkt so, ja, klar, so, deshalb nochmal Grüße geht raus an die Jungs, oh ja, würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal, in diesem Sinne, stay blessed, peace out.